Herzlich willkommen bei einem neuen Erfolgstalk der Vermögensakademie. Wir hatten gerade schon eine Menge Spaß mit Stefan und seiner neuen Brille, weil man für viele, viele Dinge im Leben einen Coach braucht. So vielleicht auch zur Brillenauswahl. Und wir wollen heute über das spannende Thema mit euch sprechen, warum es so wichtig ist, für seinen Erfolg einen Coach zu haben. Und dafür haben wir heute wieder die bezaubernde Katja Michalek bei uns, die sich gerade mit riesigen Schritten weiter in ihrem Business entwickelt und auch das nicht zuletzt aufgrund von großartigen Coaches, die ihr zur Seite stehen und die sie auch unterstützen. Ja, Katja hat gerade ihr erstes Buch rausgebracht. Schaut mal auf Katjas Seite, ganz wundervolle Leseproben. Und Katja wird in nicht so langer Zeit, relativ demnächst, mit dem lieben Ernst zusammen auf der Speaker Cruise unterwegs sein, sodass ihr, ich glaube, es gibt ja keine Kabinen mehr, aber würde es noch Kabinen geben, hättet ihr die Chance, Katja und Ernst dort live und in Farbe zu sehen. Mhm. Auf jeden Fall wird es Medienberichte darüber geben. Ihr werdet nicht dran vorbeikommen. Es wird eine sehr, sehr spannende Sache. Und ja, herzlich willkommen, liebe Katja. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo. Vielen Dank und vielen Dank für die coole Anmoderation. Da muss ich mit meinem Buch ja gar nicht angeben. Das hast du ja schon gemacht. Das natürlich, musst du nachher auf jeden Fall noch hochhalten. Genau. Das habe ich ja noch nicht in Händen. Das ist heute gerade erst in Probedruck gegangen. Okay. Und ein weiterer sehr, sehr genialer und wunderbarer Coach, den ich jetzt gerade quasi schon en passant mit angesprochen habe, ist der liebe Ernst, der wirklich schon seit ganz vielen Jahren Menschen dabei unterstützt, erfolgreich zu werden. Aber was mich auch extrem fasziniert, ich kenne gar keinen, und auch Stefan, Katja und ich machen das viel, ich kenne gar keinen, den ich permanent und immer auf so viel Weiterbildungen sehe, wie den lieben Ernst. Denn selbst wenn er schon ganz, ganz, ganz weit oben ist, lebt Ernst nach der Devise, wer aufhört, besser zu werden, der hört auf, gut zu sein und bildet sich permanent und immer weiter. Und genial, dass du heute auch wieder mit dabei bist und die Runde zu dem Thema bereichern wirst. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Und ja, ich freue mich auf spannende 60 Minuten und zu dir, Katja, sensationell. Danke. Ja. Und ja, der liebe Stefan ist natürlich auch wieder mit dabei, heute mit neuer Brille. Ist noch nicht entschieden. Ich habe noch drei andere. Vielleicht wechsle ich zwischendrin durch einfach. Genau, dann könnt ihr mal abstimmen, welche Brille. Dann könnt ihr jeweils 15 Minuten eine Brille tragen. Ja. Genau. Wir sind gerade bei der Vorstellung, lieber Christian. Du kommst du direkt als nächstes. Ich bin gerade noch dabei, Stefan vorzustellen. Stefan ist mit seiner Sales Revolution als Coach für ja, zeitgemäßes Verkaufen oder für die Sales Revolution unterwegs. Und ja, sorgt da auch unglaublich viel dafür, dass Menschen sich einfach weiterentwickeln, dem Status quo entkommen und wachsen, besser werden. Mit vielen Brillen heute unterwegs. Ja. Und du hörst jetzt den ganzen Abend. Christian und Katja ein bisschen anpassen. Vielleicht ist die besser. Dann, ne? Dann sieht das halt dann blau. Ich hole auch meine, ja. Moment. Ich wollte gerade sagen, wir müssen auch noch eine Brille sein. Eva, wo ist deine? Ich werde mal gleich meinen Mann fragen, ob er mir seine Brille leiht. Dann kann ich euch nur verschwommen sehen, aber ich höre euch. Ja, das ist vielleicht noch wichtiger. Und dann das Weitsichtigkeit geht so ab 40 los dann. Ne? Da hatte ich noch 2 Jahre. Und dann auch mit dabei der wunderbare Christian Gärtner. Huhu, ernst mit. It's cool, man. Yay. Christian, cool. Auch wirklich schon ganz, ganz, ganz lange in dem Bereich unterwegs, dass er andere Menschen unterstützt, zu wachsen und sich zu entwickeln. Sei es auch im Team von Tobi Beck, als jetzt auch seit ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, ne, mit deinem eigenen Programm, wo du Leuten genau einfach... Jetzt, ja, genial. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Wo du Leuten zu mehr Power, zu mehr Energie, zu mehr ja, positiver Lebenseinstellung verhilfst. Und ja, wir wollen uns heute einfach mal darüber austauschen, warum ein Coach für deinen Erfolg unverzichtbar ist oder warum du unbedingt einen Coach für euren Erfolg brauchst. Ich weiß ja, dass ihr alle auch wirklich euch ständig weiterbildet und ständig lernt. Seid ihr denn auch schon mal so Menschen begegnet, die sagen, Coach, ich kann das ja eigentlich alles auch alleine? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe selber mal so gedacht. Und?
Wurdest du eines Besseren belehrt oder was ist passiert? Sag mal so, die Ergebnisse kamen dann, als ich diesen Glaubenssatz abgelegt habe, ne? Weil allein auf weiter Flur ist halt schwierig, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Ich glaube, und das ist, glaube ich, auch das Schöne für unsere Runde hier, dass wir uns hier zusammentun und irgendwie gemeinsam ein Projekt hier nach vorne bringen, was alleine in den Maßen gar nicht möglich wäre. Also allein das schon mal, ja, und dann noch gar nicht in Richtung Coach gedacht. Also der Blick von außen drauf auf eine Situation ist einfach super entscheidend. Ja, ich habe mal einen Klienten gehabt, der war 27 und hat gesagt, ich brauche doch nicht weiter lernen, ich bin doch fertig. Fand ich sehr überzeugend. Also das war als Argument, konnte ich nicht wirklich unterstreichen. Aber ja, der hat auch kräftig verstanden. Also er sagte, nee, ich bin noch 27 und ich habe doch jetzt ausgelernt und ich muss doch nichts mehr lernen. Ja. Und der ist heute ganz weit oben. Irgendwo Konzernchef von was weiß ich was. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja, er hat dann irgendwann aufgehört, mit mir zu arbeiten. Warst du ihm zu unbequem? War ich ihm zu unbequem, ja. Wie war denn eure Einstellung dazu, Ernst und Stefan? Seid ihr quasi schon auch mit diesem Mindset sozusagen ganz früh in Berührung bekommen, dass das wichtig ist, immer zu lernen? Oder hat sich das entwickelt? Musstet ihr leidvolle Erfahrungen machen, um zu merken, dass ein Coach doch ganz sinnvoll ist? Stefan? Ich muss ehrlich sagen, also das meiste, was ich mir tatsächlich autodidaktisch gebracht, weil halt einfach damals noch gar nicht der Weg dahin klar war. Ich hatte weder die Ressourcen, sagen wir mal, wenn ich jetzt die Jungs anschaue, die heute mit 18 irgendwie ins Internet gehen, dann haben sie 3 Millionen um sich herum, die alle ganz viel wissen und ihnen ganz, ganz viel weiß machen wollen. Zu meiner Zeit, da gab es noch BTX von der Deutschen Post. Fünf Kreuzen gibst oder sowas und dann, wenn du kannst, dass es sich in 10 zu irgendwo mehr mit der Materie beschäftigt habe und hoppala. Und irgendwann, hört ihr mich? Ja, irgendwann, als ich mich dann mehr mit der Materie beschäftigt habe und auch mehr Zugriffe hatte, mein Netzwerk ausgebaut hatte und so weiter, dann habe ich dann doch festgestellt, ja, da gibt es noch eine Menge mehr Menschen da draußen, die mir noch einiges beibringen können. Und dann war ich tatsächlich relativ schnell auch derjenige, der dann gesagt hat, pass auf, wer hier in dem Raum ist der Beste und mit dem will ich mich hinsetzen, dem habe ich dann ein Bier ausgegeben. Und dann haben wir uns an die Bar hingesetzt und wir haben uns einfach darüber unterhalten, wie ich ein noch besserer Verkäufer werden konnte, so war alles zu Beginn. Als ich gerade gekürt wurde an dem Tag, habe ich trotzdem halt irgendwie immer mir gedacht, da gibt es noch einen, der besser ist und das reicht mir halt einfach nicht. Ich will genau der sein. Und dann habe ich den die ganze Nacht gemelkt und habe alles aus ihm rausgeholt, was irgendwie gegangen ist. Haben wir dann die Minibar aufgemacht und ich habe ihn dann weiter ausgehorcht und gefragt bis zum nächsten Morgen, weil das genau das war, was mir gefehlt hat. Ja, das war genau das, was mir gefehlt hat. Irgendwann um 6 Uhr morgens war er müde und mir hat die Birne geraucht, ja, aber das war genau dieses Coaching, was ich gebraucht hatte, nämlich von jemand, der da war, wo ich halt noch nicht war. Aber das hätte ich aus keinem Buch rausziehen können, weil mir da einfach dieser objektive Blick drauf gefehlt hätte, was genau ich gebraucht hätte und er hat das halt eben gekonnt und er hat mir das gegeben. Und das war einer meiner ersten Mentoren dann an der Stelle. Ja. Genial. Ernst, du bist ja mit einer Vielzahl von Coaches auch unterwegs. Ne? Und sind die von Anfang an, oder erzähl erst mal, wie war es bei dir selber? Du bist ja auch nicht sozusagen der Millionär geboren mit diesem ganzen Wissen, mit diesem ganzen Erfolgsbewusstsein, der du heute bist. Ja, bist nicht so auf die Welt gekommen. Wie war denn dein Weg dahin? Und hast du es ohne Coaches gemacht? Ja, erzähle ich gerne. Ja, ich bin in einer Welt aufgewachsen, tut man nicht, macht man nicht, was könnten die anderen denken? Und ich bin ja in St. Moritz aufgewachsen, da gibt es also die Welt der Schönen und Reichen, der mega, mega Reichen und da gibt es also die Einheimischen und das ist halt eine Riesendiskrepanz. Und ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht im Sportgeschäft und das war der zweite Tag, wo ich dort war. Abends, 10 Minuten vor Ladenschluss, kam eine südamerikanische Familie rein, 12 Mann, we need only the best. Das kannte ich gar nicht, we need only the best. In meiner Welt war immer, was kostet. Und die sind dann ausgestattet worden, die 12 Mann. Und
ich durfte dann das in die Kasse eintippern und da stand die Wahnsinnssumme da vor 42 Jahren von 128.000 Franken. Ja. Und ich habe geguckt, wie die Kuh ins Blitz, das ist vielleicht heute eine halbe Million, und dann sagt der Besitzer, was schaust du so doof? Ich sage, hier ist ja Wahnsinn, ich habe so eine Zahl noch nie gesehen, ja, das ist normal hier bei uns, ja. Und da habe ich gedacht, komisch, ich verstehe die Welt nicht. Ich hatte einen Lehrlingslohn von 130 Franken, mein Vater hat 400 Franken im Monat verdient, und da gibt jemand einfach so Geld aus, und das hat mich dann fasziniert, und da war noch ein Skilehrer dabei, der ist dann mit den Gästen raus, kam dann wieder rein. Hat diesen hier gemacht, hat 10% bekommen. Das heißt, in 20 Minuten hat er 12.800 Franken verdient. Und da wusste ich eines, ich muss das lernen. Ich muss das einfach, ja, ich will dieses Wissen haben. Und nach der Lehre bin ich dann ins Skilehrerleben reingegangen als Privatskilehrer. Und dort hatte ich natürlich das riesen Glück, mit all diesen reichen Menschen zusammen zu sein. Und ich habe den Skifahren beigebracht, ich habe ihnen die schöne Landschaft gezeigt, ich habe sie entertaint und sie haben mir einfach Erfolgswissen beigebracht. Das war so mein Anfang mit 19 Jahren, ja. Genial. Das heißt, du hast da schon begriffen, es gibt andere Menschen, die können Dinge, die ich nicht kann, und ja, da will ich hin, da klemme ich mich hinter. Ja, und der Unterschied war halt einfach, viele meiner Kollegen haben gesagt, ach, diese eingebildeten reichen Affen hier, diese bornierten, ja, so der krasseste Ausdruck war, wenn die aufs Klo gehen, sieht es genauso gleich aus wie bei uns. Und ich wieder, ja, habt sie doch nicht ganz, ja. Ein anderes Mindset zu haben, und das kann ich einfach nur jedem sehr, sehr, sehr nahelegen, ja. Mach dich auf den Weg. Hol dir die Leute, die schon dort sind, wo du bist, ja. Und triffst du denn heute ganz, also in der Regel Menschen, die wissen, dass ein Coach wichtig ist, oder triffst du Leute, die sagen, kann ich im Alleingang, brauche ich gar nicht? Ja, es gibt immer noch ganz, ganz viele, die nach dem Prinzip von Try and Error versuchen, Irrtum unterwegs sind. Und ich vergleiche das dann gerne. In St. Moritz gibt es so einen Idiotenhügel. Wenn die Leute versuchen, sich selber Skifahren beizubringen, dann funktioniert das nicht. Wenn sie in so eine große Klasse gehen, dann sehen sie nach einer Woche auf dem zweiten Idiotenhügel, und all die, wo ein Privatskilehrer sich geholt haben, erste Stunde, erster Idiotenhügel, zweite Stunde, zweiter Idiotenhügel. Und in der dritten Stunde warst du bereits schon oben mit den Gästen und konntest alles befahren. Also es geht einfach viel, viel schneller, zumal unsere Lebenszeit nicht unendlich ist, sondern endlich. Und darum, ja, hol dir einen Coach, lass dir einfach helfen. Das ist eine riesige Abkürzung, ja. Genau, das, was du gerade gesagt hast, ist es im Grunde wirklich die Abkürzung zum Erfolg. Ne? Ja. Du musst nicht den, du kannst den langsamen und harten und steinigen Weg gehen und es dir selber zusammensammeln, oder du kannst auch jemanden suchen. Ja, genau. Ist denn für euch ein Coach immer jemand, mit dem ihr direkt 1:1 arbeitet, oder ist ein Coach auch sowas wie ein Mentor, der euch inspirieren kann? Also für mich kann das eine Mischung sein, je nachdem, was ich gerade brauche, tatsächlich, je nachdem, in welcher Situation ich bin. Das kann auch mal ein gutes Seminar sein, wo ich dann hinterher nochmal gezielte Fragen stelle. Also es kann auch ein Mentor sein, es kann jemand sein, es kann auch eine Mastermind-Gruppe sein, wo dann teilweise gezielt man irgendwie ins Coaching ist, aber am effektivsten ist es natürlich, wenn man 1:1 Coach hat, weil derjenige dann genau individuell auf meine Bedürfnisse eingehen kann, auf meine Situation. Und das ist halt das, was den Unterschied macht. Aus Seminaren und Mastermind-Gruppen, da zieht man dann halt viel Wissen raus, und dann sieht man zu, dass man es auf seine eigene Situation umbaut. Aber wenn du einen eigenen Coach hast und es im 1:1 arbeitest, dann geht es halt nochmal schneller, weil du genau besprechen kannst, das ist meine Situation, das brauche ich jetzt gerade, und dann halt entsprechend Ideen da reinfließen. Ja. Sehe ich ähnlich. Wie haltet ihr das? Arbeitet ihr am liebsten 1:1? Stefan, du machst die Leute betrunken. Im eigenen Zimmer. Du hast gesagt, du räumst sie Minibar, auf dein Zimmer und füllst sie ab. Und dann guckst du, dass du sie aussaugst. Ja, dadurch hatte ich, glaube ich, mein günstigstes Coaching gehabt. Ne? Also, damit hatte ich mein günstigstes Coaching bisher, denn die paar Bier, die waren es bei Weitem wert, denn danach habe ich wirklich meine Umsätze vervielfacht und relativ schnell meine erste Repräsentanz damit aufgemacht. Und das ist immer die Frage, wenn ich mir das anschaue, also viele, ich habe jetzt aktuell, glaube ich, um die 16 Coachings parallel laufen, wo ich Leute als Coach begleite, 1:1. Ich schätze mal, die Hälfte davon, die hat sich noch nie vorstellen können, einen Coach zu haben.
Das hat sich eigentlich erst daraus ergeben, dass ich sie bei mir auf der Sales Revolution hatte, sie mich kennengelernt haben oder sie mich durch Viralität halt kennengelernt haben und gesagt haben, Mensch, der hat da so ein paar Dinge, die würde ich einfach gerne lernen. Es wird natürlich unglaublich schwer, diese Dinge herauszufiltern und für sich selber zu erkennen. Und so ist es halt nicht selten so. Also ich habe einen konkreten Fall im Kopf von einer, die mich ein Jahr lang begleitet hat und immer wieder geschrieben hat, Stefan, ich würde mich gern von dir coachen lassen. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Und dann sagte sie, vielleicht muss ich doch noch mal warten. Und das hat sich fast ein Jahr hingezogen. Und sie hat sich's überlegt ob des Preises, ob der Dinge, die Anforderungen, des Commitments, all dieser Dinge. Und nach einem Jahr irgendwann hat sie dann festgestellt, so, jetzt wird es ganz schön eng. Ja, das Unternehmen entwickelt sich nicht weiter. Die Kinder haben fast nichts mehr zum Essen auf dem Tisch. Und jetzt wird es mal langsam Zeit, dass ich irgendwas verändern muss. Und da haben wir dann wirklich intensiv miteinander gearbeitet. Und nach nicht mal 4 Wochen hat sie dann schon das Dreifache von dem reingeholt, was das Coaching gekostet hätte. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dieser Schmerz muss bei manchen sehr, sehr groß sein, weil sie sich vorab einfach nie mit der Thematik des Coachings wirklich auseinandersetzen. Also nie wirklich verstanden haben, dass es da gar nicht darum geht, dass du jetzt komplett umgewälzt wirst oder dein ganzes Leben sich wahnsinnig verändern wird. Das ist gar nicht die Idee dahinter. Die Idee von einem guten Coach ist es, und das kann, wie schon die Katja sagte, in einem Training oder in einem Mentoring auch passieren, dir Initialzündungen zu geben, systemisch an die Dinge heranzugehen, also praktisch dir nicht Antworten zu geben, weil das ist meine Art des Coachings eben auch, sondern eben dich selbst dazu zu bringen, dass du für dich Dinge erkennst, die du so vorher bei dir noch gar nicht gesehen hast. Ansätze bei dir herauszuarbeiten, ohne sie zu werten und all diese Dinge, das kannst du alleine halt einfach nicht machen. Das schaffst du alleine nicht, weil du das nie siehst. Du wirst nie in eine Metaebene wandern können und sagen können, so, jetzt sehe ich mich mal komplett von außen. Und das halt eben aus der Sicht von jemandem, der sagt, du pass auf, ich weiß, wo es hingeht, aber ich sag's dir nicht, sondern ich führe dich da einfach hin, sodass es maximal du bist. Aber das ist, glaube ich, auch die Kunst von einem guten Coach, dass er loslässt und dass er nicht einfach nur die ganze Zeit sein Wissen raussprudelt. Es sei denn, es ist halt wirklich nur ein fachliches Coaching. Das gibt es natürlich auch. Ja? Dann begleite ich jemanden, dann ist es mehr eine Lehrertätigkeit. Aber ein richtig guter Coach, der führt einfach nur, der begleitet einfach nur und das ganz sanft auf eine ganz elegante Art und Weise, sodass bei dir das Maximale zur Geltung kommt. Ja, absolut. Absolut, genauso sehe ich das auch. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass ein guter Coach an bestimmten Stellen auch sagt, okay, guck doch mal in die Richtung oder wie wäre es denn damit? Also auch dann gleichzeitig noch eine Beratungsfunktion mit dazukommt, also aus der eigenen Erfahrung heraus. Weil ich stimme dir zu, dass ganz viele Leute haben ganz viele Antworten in sich, wo sie gar nicht selber so drankommen würden, wo man als guter Coach dann das dann hervorlocken kann. Aber gleichzeitig hilft es, einen Coach zu haben, der an bestimmten Stellen auch noch fachlich vielleicht die eine oder andere Richtung weisen kann und sagen kann, hier, pass auf, probier es mal damit, um dann nochmal Hinweise und Unterstützung zu geben. Ich finde, es ist immer eine gute Mischung, je nachdem, was halt gerade die Situation ist. Zumindest das, wie ich meine Coaches aussuche, das ist das, was ich so brauche. Weil ich weiß, dass ich an bestimmten Stellen einfach nicht alle Antworten habe oder an bestimmten Stellen auch eine Idee brauche, so von außen. Und das wünsche ich mir halt auch vom guten Coach an der richtigen Stelle, wenn ich merke oder wenn wir merken, ich komme nicht weiter, dann entsprechend die Idee zu geben. Und so arbeite ich halt auch mit meinen Coaches. Dann zusätzlich noch Tipps und Ideen mit reinbringen, wenn es passt. Ich erlebe es manchmal, dass Leute sagen, oh, das kostet, genau wie Stefan vorhin gerade gesagt hat, das kostet so viel Geld. Ich glaube, das will ich mir gar nicht leisten oder das will ich mir nicht gönnen. Und ich habe schon ganz, ganz häufig auch andersrum Leute gehört, die gesagt haben, okay, wie lange willst du es dir noch leisten, keinen Coach zu haben? Weil wie viel Geld willst du noch den Bach runterfließen lassen oder vielleicht auch nur theoretisch den Bach runterfließen lassen, weil du es nicht einnimmst, dadurch, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst? Ihr seid ja auch wirklich alle sowohl als Coaches als auch als Coaches unterwegs. Wie nehmt ihr das denn wahr? Ist es in der Regel wirklich so, dass Coaches auch große Sprünge machen durch den Coach, die sie alleine auch, also wo sie im Grunde stuck werden? Stefan, du hast gerade gesagt, du gehst achtsam, vorsichtig, fast schon so ein bisschen liebevoll mit deinen Coaches um und geleitest sie Stück für Stück. Aber merkst du auch, du hast gesagt, nach 3 Wochen hat sie das schon rentiert, ist das die Regel, dass wirklich die Leute, wenn sie in eure Coachings kommen, auch ganz schnell selber merken, die Investition ist es in jedem Fall wert, weil das, was hier gerade passiert, ist völlig außerhalb dessen, was ich mir hätte vorstellen können. Also ich würde nicht sagen, dass es die Regel ist, weil es sehr stark natürlich auch von meinem Coachee abhängt, wie gut er mitarbeitet und wie sehr, dass er sich auch in das Ganze reinfallen lässt.
Ich würde sagen, es ist dann die Regel, wenn derjenige sich komplett auf das Coaching einlässt und wir wirklich das so erarbeiten, wie sich es auch als richtig darstellt für denjenigen, weil da habe ich einfach den Blick drauf und da führe ich denjenigen dahin. Dieses Liebevolle hat immer noch einen Stiefel mit dabei. Ja, da gibt es dann auch nochmal einen Klatsch und da gibt es dann auch mal eine ganz klare Ansage. So, hier, pass auf, wir verlaufen uns hier gerade oder du machst dir da schon wieder viel zu viel im Kopf. Ja, lass einfach mal los und lass dich wirklich treiben. Aber das ist eine Frage auch, wie der Coach letztendlich den Coachee abholt. Ja, du brauchst am Anfang einen brutal guten Rapport zu deinem Gegenüber. Ihr müsst eine unglaublich gute Ebene auch miteinander haben, weil erst dann kannst du wirklich auch von einem guten Coaching auch reden. Und dann geht das sehr, sehr schnell, dass sich dann auch schon die ersten Ergebnisse entwickeln. Ja, das heißt, der hat dann schon die ersten Ergebnisse dadurch, dass er einfach mit offenen Augen durch die Gegend läuft und schon wieder ganz andere Dinge wahrnimmt. Und daraus passiert automatisch sehr viel. Da hast du die ersten Erfolgserlebnisse, vielleicht nur kleine. Jetzt, das muss noch gar nicht sein, dass sich das Coaching komplett refinanziert. Das ist noch gar nicht die Idee von den ersten 2, 3, 4, 5 Wochen. Es geht einfach primär darum, dass er schon die ersten Ergebnisse hat, dass er erkennt, ich sehe andere Dinge, er nimmt andere Dinge wahr, er arbeitet anders, er wird in manchen Bereichen einfach noch ein bisschen präziser, noch ein bisschen genauer, je nachdem, in welchem Bereich man jetzt eben miteinander arbeitet und gerade im Sales oder in der Kommunikation wird es plötzlich extrem anstrengend. Ja, die sind dann plötzlich draußen und hören so viele Sachen vor den Menschen, nehmen auf einmal so viel wahr, haben komplett neue Kontakte, die sie vorher nie hatten. Und da passiert dann plötzlich ganz, ganz viel raus. Da stößt sich richtig so eine Lawine und eine Dynamik halt eben an. Und dann plötzlich wird es auch viel intensiver, dann fragen die danach, dass sie dann dreimal die Woche sich mit mir treffen wollen oder dann halt noch schneller sich entwickeln wollen, weil sie halt merken, okay, da passiert wirklich was. Aber am Anfang ist es natürlich dieses sich schleifen lassen, sich fallen lassen, mitzuarbeiten und einfach zu sagen, okay, pass auf, mit dem, was ich bisher gemacht habe, bin ich hierher gekommen. Und wenn ich wirklich was ändern will, dann lasse ich mich auch auf meinen Coach ein. Aber das ist von beiden Seiten ganz viel Arbeit miteinander. Da brauchst du immer wieder dieses Vertrauensgefühl zueinander, weil sonst passiert gar nichts. Also ich stelle ganz häufig fest, bei meinen Klienten, zu mir kommen ganz viele, die in so einer beruflichen Situation so stecken, feststecken und sich irgendwie beruflich neu aufstellen möchten, sei es Angestellte oder sei es einige, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Und da ist es zum Teil wirklich so, dass sie zu mir ins Coaching kommen, so bildlich gesprochen mit herunterhängenden Schultern und hängendem Kopf, so nochmal, es gibt ja nichts. Arbeit kann ja nicht Spaß machen. Es gibt da draußen ja nichts, was Spaß machen kann. So mit solchen Glaubenssätzen kommen die zum Teil bei mir ins Coaching. Und das ist dann unheimlich schön, tatsächlich, also es kommt immer drauf an, auf den Coachee ist auch nicht so, dass alles gleich umsetzen können oder es gleich dann auch so verstehen, aber wie dann teilweise wirklich rausgehen mit zurückgezogenen Schultern und Kopf gehoben und sagen, ja, jetzt glaube ich dran, dass es wirklich da draußen was gibt, was Spaß macht und was mir Freude macht und was ich auch gut kann. Also das finde ich sehr, sehr schön, wenn solche Ergebnisse dann sind, dass sie wirklich dann rausgehen und sagen, okay, ich habe zwar noch nicht gefunden, was ich suche, aber ich weiß, da draußen gibt's was. Und ich habe jetzt den Mut und ich habe die Energie und ich habe das Wissen, da weiterzugehen und das, wenn ich das weiter umsetze, was wir erarbeitet haben. Das finde ich immer die schönsten Ergebnisse, wenn sowas dann rauskommt. Ich glaube, es wäre auch falsch, also ganz wichtig, was du vorher auch gerade noch gesagt hast, Eva, ist das die Regel. Ich glaube, es wäre falsch, auch jedes Coaching immer an dem Point of Return zu bemessen, sondern musst es für dich selber halt natürlich festlegen und musst zu Beginn auch schon ganz klar sagen, was ist denn schon ein Erfolg? Und oft ist bei meinen Coaches zum Beispiel, wenn sie Unternehmer sind, ein Erfolg, wenn sie einfach eine Klarheit haben in dem, was sie tun. Und das kannst du nicht zwangsläufig sofort eben in Geld bemessen, aber das siehst du relativ zeitnah, wenn du dann halt eben in Klarheit agierst als Unternehmer, was dann passiert oder wenn sie mit ihren Mitarbeitern halt echt Themen haben und sie dann einfach merken, okay, jetzt haben wir ein funktionierendes System bei uns oder sowas, das lässt sich nicht immer gleich in Geld bemessen. Ja. Ja. Christian hatte gerade sein Mikro aufgemacht, das sah aus, als wollte er was sagen. Ja, ich höre ganz gespannt zu, was ihr alles so erzählt und finde das total, ja, selber ganz inspirierend. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, also wie ich so zu dem Thema Ergebnisse erzielen stehe. Und natürlich ist es immer so, wenn ein Coach sich einen Coach sucht, verspricht er sich irgendwas davon. Und bei Stefan ist mit Sicherheit ganz oft so der Fall, ich möchte endlich meine Umsätze machen, die ich verdient habe. Ja, und so hat jeder so ein bisschen so seine Expertise. Bei mir ist es ganz oft gar nicht so richtig definierbar am Anfang, was denn jetzt das Ergebnis ist, weil ich oft da Coachings mache in Richtung, wer bin ich, wie fühle ich mich, wie schaffe ich es, Emotionen auszudrücken, wie schaffe ich es, das zu finden, was mich erfüllt. Also das sind oft sehr
Sachen, die gar nicht so richtig messbar sind, die sich auch erst im Prozess halt irgendwann rausstellen. Und das macht die ganze Sache oft auch ein bisschen tricky. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich für mich auch den Anspruch abgelegt, sofort Ergebnisse zu erzielen zu müssen mit den Coaches, weil ich weiß, dass die Dinge, die Prozesse, die ich mit den Coaches anstoße, teilweise Wochen, Monate oder Jahre dauern. Wo ich weiß, okay, selbst wenn ich in 2 Jahren nicht mehr der Coach bin von dem Coachee, irgendwann wird es Klick machen und der wird sich zurückerinnern und sagen, okay, das hat damals angefangen oder da habe ich einen Impuls gekriegt. Der Samen ist gepflanzt. Ja, genau. Und ich seh mich in meiner Arbeit als Coach auch ganz oft einfach als Prozessbegleiter. Oft auch in Anführungsstrichen nur abschnittsweise. Ja, es kann mal ein paar Monate oder mal ein Jahr sein oder mal ein paar Wochen oder nur ein Impuls-Session. Und sehe mich da in der Situation auch oft als Partner. Du hast vorhin gefragt, deine Frage ging, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, was ist der Unterschied zwischen einem Coach und einem Mentor? Ich glaube persönlich, dass jeder heutzutage Coaches und Mentoren um sich rum hat, egal ob er das jetzt bewusst aussucht oder nicht oder bewusst was bucht, weil allein die Menschen in deinem Umfeld beeinflussen dich ja schon jeden Tag. Und wenn du jetzt aber bewusst aus der Situation rausgehst und sagst, so, ich will jetzt aber, was Ernst vorhin so toll gesagt hat, ich will mir jetzt aber jemanden suchen, der da ist, wo ich hin will und orientiere mich an ihm, dann kommst du in die Situation, dass du dir aktiv entweder einen Coach aussuchst oder einen Mentor. Und der Unterschied ist für mich klar, dass der Coach sehr stark darauf guckt, was macht der Coachee und wie kann ich den Coachee unterstützen? Das ist die Richtung ist relativ eingleisig. Und bei einem Mentorship geht es quasi fast schon so ein bisschen so um eine gegenseitige Inspiration. Natürlich gibt es den Mentor und den Mentee, aber es geht gar nicht so sehr darum, dass der Mentor die ganze Zeit guckt, was kann der Mentee richtig machen, sondern er gibt halt Tipps, sagt mal, was er richtig gemacht hat im Leben, was seine Fehler waren und so weiter. Das ist halt eher so eine, fast so eine Partnerschaft oder so eine Begleitung. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, da zu unterscheiden. Aber ich glaube, der Coach, der ist halt viel mehr in dem individuellen Prozess drin. Und das ist eine spannende Sache, da sich mal Gedanken drüber zu machen. Mhm. Total. Würdet ihr denn meinen, man braucht bestimmte Voraussetzungen dafür, dass man coachbar ist, dafür, dass man überhaupt sagt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mir einen Coach suche, oder ist das ein Erfolgsrezept für jedermann? Also ich, wenn jemand brennt, wenn jemand wirklich was verändern möchte in seinem Leben, dann ist das echt für mich der absolute Königsweg, ja. Diesen Weg einfach zu gehen und mir halt die Leute zu holen, die schon dort sind, was Christian ja wiederholt hat, die schon dort sind, wo ich gerne hin möchte. Ich mache bei meiner Arbeit, bevor ich überhaupt irgendwie langfristige Geschichten mache, gibt es immer zuerst ein sogenanntes Tagesdurchbruchscoaching. Das ist für mich einfach der erste Schritt. Und da gehen wir ganz, ganz intensiv rein. Wer bin ich wirklich? Was will ich? Wofür stehe ich? Wofür bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Berufung? Wo möchte ich hingehen? Ist es gut, was ich mache? Wo kann die Reise hingehen? Vielleicht magst du dazu was sagen, Katja. Das in Form aus der Praxis. Wenn es okay ist. Das war der Durchbruch tatsächlich, bei dem Tagesdurchbruchscoaching zu sein. Ja, genau. Ja, das war tatsächlich, also für mich war das genau diese Mischung aus das herausholen, was schon da ist und gleichzeitig in bestimmte Richtungen nochmal zu zeigen und sagen, pass auf, ich habe die und die Erfahrung gemacht und schau das mal auf die Art und Weise. Also das war halt genau diese Mischung, die ich dann auch gebraucht habe, weil es auch genau der Punkt ist, such dir jemanden, der da ist, wo du hin möchtest. Mhm. Und da ist es einfach vonnöten, dass derjenige dann auch den einen oder anderen Tipp gibt und sagt, hier, schau dir das mal auf die Art und Weise an. Und dann auch an der richtigen Stelle nicht locker lässt und auch dann Sachen mal aufs Tapet bringt oder mal anspricht, die man eigentlich ausklammern möchte aus dem Coaching. Das gehört dann auch noch dazu. Mhm. Und das macht dann einfach einen riesen Unterschied. Also ich finde es halt einfach wichtig, jetzt in meiner Welt, es gibt ja verschiedene Arten zu arbeiten, halt einfach immer wieder den Spiegel hinzuhalten, ja, und keine Alibi-Geschichten, keine Opferstory, sondern ey, jetzt schau endlich mal rein, wer bist du, was machst du mit dem Rest deines Lebens noch? Weil ein Teil ist vorbei, möchtest du so weitermachen, wo soll deine Reise hingehen, ja? Und das nach so einem Tagesdurchbruchscoaching, dass einfach ganz, ganz klar ist, okay, that's my way, das bin ich und diesen Weg gehe ich jetzt, ja.
Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe früher auch über lange, lange, lange Zeit immer gecoacht, aber jetzt gibt es immer ein Tagesdurchfluss-Coaching und dann schauen wir, wie wir einfach weiterverfahren. Ja. Mhm. Aber so ein Tag der Klarheit, ja. Das heißt, was ich so bei euch allen raushöre, ist das, was eigentlich alle Coaches mitbringen sollten, ist der Wille zur Veränderung. Der Status quo ist mir nicht mehr dienlich und ich merke, ich will jetzt an irgendwo passt mir die Haut, die ich mir übergestülpt habe, nicht mehr. Ich will wachsen und raus aus den alten Kleidern und brauche jemanden, der mir einfach Wegweiser ist, der mir einfach hilft, diesen Weg da rauszufinden, um dann einfach weiter zu wachsen. Ne? Eine Offenheit ist da unheimlich wichtig, also ja, damit in die Offenheit reinzugehen. Ja. Ich halte nichts davon, dass man Leute dazu bekehrt, dass sie ein Coaching haben sollten. Davon halte ich dann gar nichts. Überhaupt nicht. Das gibt es oft genug mit Nachdruck. So, ja, und du solltest jetzt mal ein Coaching machen und tu doch mal dich mal Worte fassen. Ja, wenn dann zum Beispiel jemand sagt, ist es besser, ich mache ein Aufbautraining, ist es besser, ich kaufe mir noch Bücher oder was auch immer. Und dann musst du natürlich ein klärendes Gespräch machen, so wie Ernst das ja auch macht. Oder wie es auch bei mir ist, da wird ein Survey am Anfang gemacht, wo wir wirklich in die Tiefe gehen und wirklich schauen, wo stehst du gerade und was hast du gerade. Und es gibt auch genügend, die ich ablehne, wo ich einfach sage, nein, ich werde dich nicht coachen, weil da geht es eher in Richtung Psychotherapie oder vielleicht irgendwelche anderen, wo es Mentoren vielleicht gibt, die da noch ein bisschen prädestinierter dann dafür wären oder Coaches. Meistens eher dann in die medizinische Richtung tatsächlich dann schon, wo ich dann sage, komm, da bin ich raus, das passt dann einfach nicht. Aber wenn jemand den Weg zu mir sucht, und mit mir Kontakt aufnimmt, dann merke ich das schon relativ schnell, ob derjenige wirklich sich öffnen will und ob er auch bereit ist, sich in meine Hand zu begeben. Und ich sage auch klipp und klar, und ich habe auch so einen Code of Honor, den ich am Anfang dann meinen Coaches dann auch gebe, der gegenseitig tatsächlich auch unterschrieben wird und Commitment auf welche Voraussetzungen es für das Coaching braucht, ja, dass es ein Commitment ist, dass man sich darauf einlässt, dass man gewisse Hausaufgaben einfach zu erfüllen hat, dass man diesen Weg gemeinsam geht und dann kann derjenige sich das nochmal genau überlegen. Aber das ist für mich ein Code of Honor, den ich von meiner Seite zu erfüllen habe, der andere halt eben auch. Und wenn derjenige dafür bereit ist und das auch sich darauf committet und auch sagt, ja, ich will diesen Weg mit dir gehen, dann ist er auch bereit dafür. Und bisher habe ich da auch noch keine negativen Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Ja, finde ich auch ganz wichtig, Stefan, was du sagst. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass Coaches kommen und gerade wenn sie dann Ergebnisse erwarten, dass sie dann nach der zweiten, dritten Session kommen, also ich erlebe es zum Glück nicht mehr so oft, aber das war die Phase, die dann so ein bisschen so die Erwartungshaltung haben, so lieber Coach, jetzt mach mal für mich. Ja, und ich sage inzwischen in den Vorgesprächen schon immer, pass auf, ich bin dein Coach, ich schaue von der Seite drauf, ich gebe dir Hilfestellungen, wir gehen zusammen den Weg, aber die Arbeit machst du selber. Ich bin nicht derjenige, der hier arbeitet, du bist derjenige, der hier arbeitet, nur damit das vom ersten Tag an klar ist. Ne? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, auch für alle Coaches, die neu auf den Markt kommen, irgendeine Fähigkeit haben, seht zu, dass ihr direkt von Anfang an klar kommuniziert, so wie Stefan das gerade gesagt hat. Und ich würde ganz gerne noch eine Sache ergänzen zu dem Thema nochmal Mentorship und Coach. Ich glaube persönlich nicht, dass ein Coach unbedingt da sein muss, wo du hin willst, weil zum Beispiel, wenn du jetzt Jogi Löw zum Beispiel nimmst, der hat die deutsche Nationalmannschaft zum Weltmeister geführt, ohne selber Weltmeister seiner Spieler oder ohne selber ein riesengroßer Spieler gewesen zu sein. Ich glaube, ein Coach bringt einfach Fähigkeiten mit, Menschen dort hinzubringen, wo sie hin möchten. In dem Moment, wo du aber von Mentorship sprichst, suchst du dir Leute, die dort sind, wo du hin möchtest. Und natürlich kannst du dir auch einen Coach suchen, der dort ist, wo du hin möchtest, aber das ist für mich keine zwangsläufige Bedingung. Das wollte ich noch gerade noch mal einmal klarstellen, so wie ich das für mich auch auffasse. Das ist ja immer so ein bisschen. Aber Christian, ich glaube, das ist nur eine Frage der Definition, weil dann ist der ja letztendlich genau an dem Punkt, wo du hin willst, in einem anderen Bereich halt dann. Das heißt also, derjenige ist vielleicht dann in der Lage, sich selbst zu motivieren oder der ist in der Lage, ein Team zu führen oder was auch immer. Man muss halt nur das gesamte Bild dann halt eben anschauen und nicht einfach nur sagen, hat der so viel Kohle, wie ich haben will oder sowas. Ja. Das würde halt nicht reichen. Aber in dem Bereich sollte derjenige das schon mitbringen, weil ich will schon leben. Also ich persönlich, ich lege wahnsinnig viel Wert bei meinen Mentoren darauf, dass die dann das erreicht haben, wo ich dann hinkommen möchte. In dem bei den Mentoren auf jeden Fall.
Nein, auch beim Coaching, aber halt eben in einem anderen Bereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche jemanden für Zeitmanagement, ja, und ich sehe, dass der Typ total chaotisch ist und Zeitmanagement überhaupt nicht auf die Reihe kriegt. Macht keinen Sinn. Dann macht keinen Sinn, ja. Ich muss aber jetzt nicht unbedingt einen Dr. Seiwert halt eben deswegen als Coach gleich nehmen, der 70 Bücher dafür gibt. Ja. Ich muss ganz gut auf die Reihe kriegen. Vielleicht in anderen Bereichen nicht so gut sind. Genau. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Definitionssache. Ich habe zum Beispiel sprechen gelernt von Blair Singer und Blair Singer ist jemand, der so gut wie keine Keynote-Speeches hält. Ja, aber der ist halt unheimlich gut darin zu vermitteln, wie es funktioniert. Und das ist halt so, also wie auch immer. Ich glaube, es ist einfach Definitionssache. Das ist zum Beispiel ganz, entschuldige, aber da wollte ich noch ganz kurz noch ergänzen. Also das ist ganz wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sales-Coach nehme, und jemand sich als Sales Coach hinstellt, aber der dementsprechend noch nicht wirklich ausgebucht ist oder nicht genügend Termine hat oder komplett unglaubwürdig ist, sich, keine Ahnung, irgendwie ein anständiges Leben irgendwie aufzubauen, dann tue ich mir wahnsinnig schwer, denjenigen als Sales Coach zu akzeptieren, weil worüber will der sprechen? Da brauchst du einfach ein bisschen Erfahrung darüber, wenn du mit so jemandem sprichst, dass der eben in allen Situationen auch Antworten dann da drauf hat. Das ist da. Ja. Oder ein Coach, der zum Thema Erfolg und Karriere und Selbstständigkeit Coach. Entschuldigung. Stefan, ab und an ist dein Internet so ein bisschen weg und dann hören wir dich nicht. Deswegen fallen wir nicht ins Wort, sondern wenn du da nicht mehr zu hören bist, dann aber man hat es verstanden, oder? Also es reicht eben nicht, wenn du zum Beispiel Sales Coach sein willst und 4 Bücher gelesen hast. Das wäre ein bisschen wenig. Da braucht es eben, für manche Dinge braucht es Erfahrung einfach. Mhm. Ja, du brauchst ein Proof of Concept, ne? Ja. Dass du halt schon was auf die Straße gebracht hast. Ja. Mhm, finde ich auch. Also auch gerade irgendwie Coaches, die zum Thema Erfolg coachen oder zum Thema Selbstständigkeit coachen und selber noch in der Kleinunternehmerregelung sind. Kann ich auch nicht so ganz ernst nehmen. Also die müssen ja nicht Millionäre sein, aber zumindest an sich selber so weit glauben, dass sie von vornherein sagen, es muss ja auch nicht, die müssen auch nicht ewig selbstständig sein. Man hat ja auch vorher noch viele Erfahrungen gesammelt, auch im Angestelltenverhältnis. Also ich finde gar nicht, dass es, wenn es um Thema Erfolg geht, dass ein Coach lange selbstständig gewesen sein muss. Man kann ja auch im Angestelltenverhältnis äußerst erfolgreich sein, dass sich die Mindset aufgebaut haben. Aber wenn der Coach nicht das Mindset hat, an sich selbst zu glauben und zu sagen, ich bin zwar erst neu selbstständig, aber ich glaube an mich, dass ich es zum Erfolg bringe, dann kann ich den nicht als Erfolgscoach für mich akzeptieren. Also das nehme ich dann auch nicht so ganz ernst. Mhm. Obwohl ich schon auch das Gefühl habe, so das, was Christian und Stefan gerade erzählt haben, ich erlebe schon auch Coaches, die ich jetzt so ein bisschen ähnlich wie Jogi Löw sehen würde, die ja vielleicht selber auch nicht, also ich kann jetzt kein besseres Beispiel nehmen als Jogi Löw, aber die wirklich auch selber nicht, was weiß ich, Weltmeisterschwimmer waren oder was auch immer gemacht haben, aber die einfach von außen ein System angucken können und erkennen können, was funktioniert in dem System und was funktioniert nicht in dem System. Und das kann ich selbst, wenn ich kein Spitzensportler bin, indem ich sehr genau studiert habe, wie muss ein Spitzensportler laufen, was muss passieren und indem ich immer wieder geübt habe und immer wieder verglichen habe. Aber ich stimme dem absolut zu, es gibt einige Bereiche, in denen braucht man völlig und klaren Proof of Concept. Wenn man den da nicht mitbringt, ist man völlig unglaubwürdig. Aber ich finde, es gibt auch andere Bereiche, da ist absolut wichtig, dass du diese Muster erkennen kannst, dass du die Strukturen siehst, dass du siehst, okay, wo funktioniert was im System nicht und wie kann ich dir helfen? Und dafür muss ich selber nicht, was weiß ich was sein, sondern ich muss diesen Blick haben, um das einfach rauszufinden, wie kann ich dich hier auf die nächste Stufe helfen? Ja, das ist perfekt, Eva. Und ich glaube auch, der Umkehrschluss, auf den muss man auch mal ein bisschen achten, weil viele, die dann vielleicht in irgendeinem Bereich erfolgreich geworden sind und sich dann als Coach hinstellen, das heißt noch nicht, dass wenn sie erfolgreich geworden sind, dass sie das Coaching auch können. Ja. Mhm. Das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist einfach, deswegen, also ich bin auch der Meinung, mich haben meine Coaches immer gefunden. Ich habe wenig danach gesucht. Das war jetzt in meinem Leben so. Das muss nicht richtig oder falsch sein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz oft auf einmal jemand halt da war vor mir. Der hat sich irgendwie ergeben aus all dem, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Und dann war auch auf einmal der Coach da. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass manchmal finden dich die Coaches. Mhm. Ja, gut, aber dazu ist natürlich zu sagen, du bist nicht zu Hause wie jetzt auf deiner Couch gesessen und hast gewartet, bis ein Coach klingelt. Ja. Jetzt im Büro auf meiner Couch. sondern du warst überall, du machst ganz, ganz viele Fortbildungen und da bist du ja
bist ja in diesem Strom drin und plötzlich ergibt sich es ganz einfach. Also das wollte ich einfach nochmal nachdoppeln für viele, die jetzt hier zuschauen. Nicht, dass ihr denkt, ja, bleibt zu Hause auf der Couch. Genau. Bleibt da sitzen und dann kommt der Coach, der sitzt auf einmal neben euch. Genau, wenn der Coach dreimal klingelt. Ja, Entschuldige, ernst? Ja, und dich einfach mitnimmt. Also du musst schon aktiv sein. Und was ich halt auch jedem sehr, sehr empfehle, ist, wenn du eine Person hast, wo du sagst, Christian sagt, ja, es ergibt sich so, schau einfach, wie ist die Chemie? Passt das zusammen? Wie ist er in Social Media unterwegs? Gibt es YouTube-Clips über ihn? Hat er Bücher geschrieben? Studiere ihn einfach, fühl einfach rein, weil wenn die Chemie nicht stimmt, dann passt das ganz einfach nicht. Und was Stefan auch gesagt hat, auch ich lehne immer wieder ab, wo die Leute sagen, ey, wieso, du kriegst doch die Kohle dafür, sage ich im Moment mal. Und das geht's hier gar nicht. Es geht um viel, 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 viel mehr. Und wenn die Chemie gegenseitig stimmt und du als Coach das Gefühl hast, oh, der scheint hier, das passt irgendwo und du auch bereit bist, dessen Honorar zu bezahlen, und das würde ich auch jedem nur empfehlen, buch nicht gleich eine wahnsinnslange Session, ja, was sie viele immer wieder machen über Jahre, sondern fang mal an mit kleinen Sachen, so ein Tag, guck, wie fühlt sich das an, tut sich da was in dir, und dann kannst du die nächsten Nummern einfach wählen, dann kannst du in die Länge gehen, und das erlebe ich so oft, dass dann jahrelange Verträge gemacht werden und dann merkt man schon am Anfang, oh, das passt irgendwo nicht, und das finde ich dann immer sehr schade, dann heißt es, oh, Coaching, das ist nichts. Doch, Coaching ist sehr, sehr, sehr wertvoll, auch ich hole mir immer wieder Coaches, immer wieder Leute, wo ich sage, okay, der hat etwas, was ich noch nicht habe. Ich kaufe mir das ein. Und weil ich auch ganz, ganz viel unterwegs bin, was Eva am Anfang gesagt hat, lerne ich natürlich so wie Christian, ja, die Coaches fehlen plötzlich von mir. Und wo ich sagen kann, oh ja, okay, cool, dich hätte ich gerne. Und dann ist das wirklich eine Frage, ja, auch der Verhandlung. Okay, was können wir gemeinsam machen? Das ist meine Zielsetzung, kannst du die erfüllen? Was ist dein Honorar? Und ja, und dann let's go, umsetzen, ja. Mhm. Und dann schauen, dass ich ganz schnell in die Nachhaltigkeit auch komme. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Das Ernst, da möchte ich gleich einsteigen, weil Christian vorher so eine schöne Vorlage dafür auch gegeben hat eben. Ne? Man muss das auch andersrum mal eben betrachten. Viele, die viel erreicht haben, also die haben oft auch eine unbewusste Kompetenz entwickelt. Die sind noch gar nicht in der Lage gewesen, dass sie neben ihrem Talent auch erkannt haben, was hat sie denn dahin geführt. Mhm. Ja, ich nehme jetzt einfach mal einen Spitzenfußballer, der ist noch nicht zwangsläufig ein guter Coach oder ein guter Trainer, noch überhaupt nicht. Mhm. Wenn du erst die bewusste Kompetenz dazu entwickelt hast und weißt, was sind die Steps, die du gehen musst, was führt dich denn da wirklich dazu? Welches Mindset brauchst du? Welche Bestandteile sind notwendig? Wenn der in der Lage ist, diesen Weg aufzuzeigen, dann kann ich ihn Ich bin noch da. Ja, und dazu gehören aber auch, und das ist ganz wichtig, und das fordere ich tatsächlich auch bei Coaches ein, und der gehört auch dazu, dass sie systemisch in der Lage sind, die Dinge auch mit mir zu erarbeiten. Also, dass sie nicht sagen, mach mal so oder mach mal dies oder mach mal jenes, sondern dass sie es in mich reinpflanzen können. Das heißt, auch Wertearbeit machen können, Dinge halt wirklich bearbeiten oder halt eben überarbeiten, um dann in der Lage zu sein, was Neues einzupflanzen, weil sonst wird es nie nachhaltig sein. Mhm. Und das ist die Kunst, wo ich halt oft sehe, dass Leute nach dem dritten, vierten Coaching dann schon zu mir kommen und sagen, hey, kannst du mir helfen? Ich habe jetzt schon zig Coaches gehabt, aber irgendwie hat das nicht auf Dauer halt wirklich was gebracht. Und da nehme ich mir dann doch einen anderen Ansatz heraus, weil ich sage, du musst erst mal wirklich Analyse betreiben und wirklich tief reingehen und gucken, wie kannst du da wirklich alte Baustellen halt erstmal bearbeiten, um dann wirklich nach oben hin was. Jetzt bist du dran. Wenn das Fundament ist, brauche ich kein Haus bauen. Ja, das ist super wichtig. Entschuldige, also wenn das Fundament nicht trocken ist, wenn ich nicht in der Lage bin, dass ich wirklich die Baustellen in demjenigen erkenne und darauf dann erst aufbaue, sondern einfach nur wieder reinbuttere und noch mehr und noch mehr und noch mehr, dann wird sich nichts bei dem nachhaltig verändern. Er wird wieder an seine Grenzen kommen und er wird wieder nichts verändert haben und nur wieder Geld für einen weiteren Coach ausgegeben haben. Also du solltest die Tools schon kennen und du solltest didaktisch in der Lage sein, dein Wissen auch zu transportieren. Ich habe mal noch eine etwas brisante, vielleicht auch ganz spannende Frage, die jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man schon auch als Coach sein Handwerkszeug gut beherrscht. Wie steht ihr denn zu dem Thema des Preises? Ich höre immer wieder Kontroversen und ich habe auch schon selber erlebt, dass wenn ich mit Leuten für sehr wenig Geld arbeite, dass sie es tatsächlich nicht so ernst nehmen, wie wenn ich sage, hey, das kostet jetzt 10-mal so viel. Und sie dann plötzlich denken, uff,
wie kann ich mir das leisten, wie kann ich das möglich machen und dann auch sagen, okay, das, was ich da lerne, das will ich auch um Teufel komm raus umsetzen, weil sonst ist diese Investition den Bach runter. Wie erlebt ihr das Thema Preis bei euch in den Coachings? Ihr erlebt das tatsächlich genauso. Also, das ist, wenn es nichts kostet, dann ist es auch gefühlt, ja gut, dann habe ich dann halt mal irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro für eine Stunde ausgegeben. So. Aber wenn es teurer ist, ist es dann wirklich eher so diese, dann versuchen die Coaches dann auch wirklich dann das Beste rauszuholen, weil es ist dann, und dadurch steigt auch die Qualität des Coachings, nicht weil der Coach besser ist, weil er mehr Geld nimmt, weil der kann ja genauso gut sein, er kann ja genauso gut arbeiten, egal wie viel Geld er nimmt, erstmal in dieser 1-zu-1-Session. Aber der Coachee nimmt es halt ernster und versucht dann auch wirklich mehr reinzugehen und gibt dann auch mehr. Und dadurch beflügelt natürlich auch sich das gegenseitig. Und dadurch wird oft die Qualität nicht unbedingt notgedrungen, aber oft wird die Qualität dadurch besser, dass der Coachee es ernster nimmt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ein Coach, der mehr Geld verlangt, auch nicht so viele Coachees annehmen muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dadurch halt auch mehr Zeit hat, sich außerhalb des Coachings nochmal Gedanken zu machen und zu überlegen, okay, wie kann ich den Coachee noch weiter unterstützen? Das ist natürlich auch noch der Nebeneffekt, zu sagen, okay, es ist nicht nur das 1-zu-1, wo wir zusammensitzen, sondern als Coach habe ich auch noch die Zeit zur Verfügung, mir hinterher oder vorher Gedanken zu machen, wie ich denn am besten damit umgehen kann. Und diese Freiheit geht natürlich dann nur, wenn entsprechend die Sätze so stimmen, dass der Coach nicht 10 Coachings am Tag machen muss, um sein Brot kaufen zu können. Mhm. Ja, absolut. Was sagen die anderen? Christian, ich weiß, du musst gleich raus. Willst du deswegen schon mal erzählen, wie du es siehst? Gibt eigentlich ja gar nicht groß was hinzuzufügen. Da habt ihr durchaus recht. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wie das bei mir so war. Ich glaube, je nachdem, mit was für einer Intention der Coachee einen Coach sucht, kann er auch schon bei niedrigeren Raten ernsthaft mit dabei sein. Ich sage das deshalb, weil ich für mich selber immer nur Coaches gesucht habe. Ich habe auch schon mit preiswerten Coaches gearbeitet, gerade am Anfang, wenn ich selber so eine Motivation habe. Aber das ist halt nicht das ist vielleicht nicht der Durchschnitt, das meint Katja vielleicht auch damit, dass halt viele Leute, die halt, wenn sie wenig zahlen, dann auch nicht so ein Commitment da rein haben. Ja, also ich habe dann auch recht schnell meine Preise angepasst, ehrlich gesagt. ja, das ist so mein Kommentar dazu. Wo liegst du jetzt preislich? Bitte? Wo liegst du preislich? Preislich liege ich bei mir momentan so bei 400 Euro bis 500 Euro die Stunde. Okay. Also ich gucke mir tatsächlich an, wen ich coache. Also wenn ich in die Industrie gehe und mit Managern spreche, dann nehme ich mehr. Und wenn ich mit privaten Menschen spreche, dann gibt es einen besseren Preis. Okay, super. Das ist so Robin Hood-Methode, ne? Genau, der neuzeitliche. Da nehme ich gar nichts. Also da kriege ich halt auch über Instagram und so weiter auch öfter mal, hey Christian, kannst du mir einen Tipp geben und so. Ich mache dann meistens nicht eine komplette Coaching-Stunde, aber gerade so für junge Leute nehme ich mir inzwischen super gerne Zeit, wenn es die Zeit zulässt, auch mal eine Viertelstunde so einen Input zu geben. Also ich gucke da wirklich, dass es irgendwie passt. Ne? Ich glaube, ist vielleicht ein Tipp für alle Coaches, die auf den Markt kommen, wirklich zu gucken, okay, wer ist denn da gerade vor euch? Ne? Also vielleicht schon ein bisschen advanced, dann die Preise anzupassen, je nachdem, wer da ist. Aber das hat bei mir einen großen Unterschied gemacht. Ich glaube, das Wichtigste für mich war, dass die Preise für mich gestimmt haben. Also ich wollte immer ein Gefühl haben, dass ich selber damit glücklich bin und zufrieden bin mit dem, was ich verdiene. Und meinen Wert auch tatsächlich spüre und auch gewertschätzt spüre. Und dann war okay. Tatsächlich habe ich auch so einen kleinen Indikator. Ich habe ähnlich wie Christian auch schon mit Leuten, ich habe mit Christian mit Leuten gearbeitet, die am Anfang noch nicht so viel Geld hatten. Die dann sagten, ich würde gerne mit dir arbeiten. Und da gibt es eine Indikatorfrage, die sehr wertvoll für mich war. Sage ich, okay, wenn wir jetzt erreichen, dass du mehr Geld verdienst, wo wirst du es rein investieren? Und wenn derjenige halt sagt, er gibt es für, keine Ahnung, Party machen, Urlaub, sonst irgendwas aus, dann war es das letzte Mal, dass ich mit dem Menschen gearbeitet habe. Wenn derjenige aber zu mir sagt, du pass auf, dann werde ich mir dich halt mal in Gänze leisten oder dann werde ich auf ein Training von dir gehen und so weiter, dann ist das für mich ein ganz klarer Indiz, dass derjenige einfach nur einen Startschuss braucht und dass ich ihm dabei helfen kann. Und so mache ich das auch. Also ich mache das tatsächlich komplett von meinem Gefühl abhängig. Und wenn ich das Gefühl habe, halt eben, das ist für mich stimmig, das ist für ihn stimmig,
ich nehme ihm nicht zu viel weg. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben mir gesagt, ja, dann muss ich den Pensionsfonds meines Kindes auflösen. Ja, Fräulein, das ist dein Thema. Damit will ich nichts zu tun haben. Selber ausmachen und diese Verantwortung werde ich nicht übernehmen. Diese Verantwortung werde ich nicht übernehmen. Da musst du selbst für dich selber im Klaren sein. Und wenn ich merke, dass Leute auf diese Jammertour kommen, dann weiß ich einfach, dass wir auf Dauer keinen Spaß miteinander haben werden. Ich habe meinen Preis, den sage ich klipp und klar. Das ist wie im Verkauf. Ich bin nicht umsonst Verkaufstrainer. Ich habe einen ganz klaren Preis, den definiere ich. Und da ist vorher schon ein bisschen was gelaufen an Gespräch. Und dann ist das für mich stimmig. Ja, da werde ich auch nicht diskutieren, da werde ich auch nicht verhandeln, da gehe ich auch nicht vom Preis runter, weil es für mich sonst nicht stimmig wäre. Und dann ist es kein Win. Also für mich gibt es nur Win-Win or no deal. Also so einen Kompromiss dazwischen gibt es nicht. Also ich sage dann lieber, du pass auf, dann ist es noch nicht stimmig. Dann fang kleiner an, mach irgendwelche Coachings oder Kurse oder geh auf irgendwelche Trainings, lies Bücher. Aber du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du genau diesen Schritt brauchst. Und dann ist derjenige halt da noch nicht. Aber dann ist das auch okay. Aber das würde sich auch nicht ändern, wenn ich mit meinem Preis runtergehe. Da bin ich fest beibringen. Wo liegst du? Also ich liege im Moment so ein bisschen höher als Christian, also nicht weit drüber. Mhm. Und das mache ich allerdings auch ein bisschen vom Stundenkontingent mit abhängig. Mhm. Also ich gebe nie Einzelstunden, niemals. Also ich habe immer nur Pakete, die ab 8 Stunden anfangen und dann bis zum ganzen Jahr gehen. Und ich liege im Schnitt zwischen 500 und 750 Euro. Aber wie gesagt, auch ähnlich wie bei Christian, eben Industrie und dann halt eben Einzelcoachings ist da auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Ernst? Was soll ich sagen? Wie liegst du? Wie ich liege? Bei dir preislich. Ja, also mein Tagesdurchbruchscoaching liegt bei 10.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Und das ist einfach der Einstieg, ja. Wobei ich mir vorher dann auch die Leute halt einfach anschaue. Für mich muss einfach die Chemie stimmen. Ich muss auch sehen, okay, da ist Potenzial da, da können wir zusammenarbeiten, ja. Und sonst lehne ich es einfach ab. Und das hat sich sehr, sehr gut bewährt, ja. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, ja. Und du hast bei dir auch die Feststellung gemacht, dass wenn jemand eine Investition tätigt, dass das, was dieser Mensch aus dem Coaching rausnimmt, mehr an oder ihr einfach auch in einer anderen Intensität miteinander arbeitet, als wenn er dafür ganz wenig bezahlt hätte? Ja, also es ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn jemand 10.000 Euro das Mehrwertsteuer zahlt, dann hat er auch eine ganz andere Intention. Da geht er auch also ganz, ganz anders rein. Und dann haben wir auch Ergebnisse, weil mir geht es darum, dass mein Gegenüber einfach wirklich, wirklich ja, den Durchbruch hat, einfach checkt, was alles in ihm steckt und das dann auch entsprechend umsetzt. Ja. Und selber zum Erfolg kommt, ja, zuerst geht es immer um deinen eigenen Erfolg, dass du glücklich bist, dass du happy bist, dass du dich einfach findest. Und ich erlebe sehr, sehr oft, da liegen so viele Fähigkeiten brach, die manche einfach nicht erkennen können, ja. Und trotzdem, tief im Innen sind sie einfach vorhanden. Kleines Beispiel, wo ich gecoacht habe, ein Koch, Markus Holzer, das ist ja kein Geheimnis, ich habe... Als ich ihn sah, als ich sein Essen gegessen habe, sagte er, ey, du bist Sternekoch. Sag ich, Sternekoch, ich bin ein einfacher Hüttenkoch aus Südtirol. Sag ich, hör mal tief in dich rein. Kann das sein, dass da was vorhanden ist? Hast du nicht schon mal gedacht, eigentlich bin ich ja Sternekoch? Sagt er, wenn ich ganz ehrlich bin, schon, ja. Und über das Coaching, und er hat ein Buch geschrieben und heute hat er eine eigene Kochsendung und er kocht ja auf der ganzen Welt. Und das sind einfach so Momente, wo ich sage, boah, das ist so schön, das in den Menschen zu wecken, was bereits schon vorhanden ist. Und nicht einfach irgendwas drüber stülpen, sondern das, was vorhanden ist, einfach zum Aufblühen bringen. Und das ist ein Traum. Und ich muss leider raus. Tut mir voll leid. Ciao, schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Die Frisur mit den Haaren nach hinten finde ich total geil. Oh, hab danke. Irritiert am Anfang. Ich dachte, wer ist denn der Mann da? Also, richtig cool. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ne? Also, sehr gerne. Mach's gut. Danke, ciao, Christian. Bye, bye. Ciao. Bye, bye. Was hat Christian gerade noch gesagt? Das war bei mir gerade weg. Was hat er gerade noch gesagt? Mit den Haaren. Dass ich richtig das geil aussehe mit meinen Haaren. Oh, ja, unbedingt. Oh. Unbedingt. Ich glaube, was ganz wichtig war, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wo ich hin will mit meinem Tagessatz. Das war
eine sehr organische Entwicklung. Also ich habe halt eben kleiner angefangen. Ich finde es immer, ich erlebe es ganz häufig, dass angehende Coaches zu mir kommen und sagen, Stefan, ich nehme 4.000 Euro pro Tag und das will ich halt eben haben und kannst du mir helfen, das zu bekommen? Dann sage ich, ja, woran machst du es denn fest? Und das ist immer ganz spannend. Und dann kommt sowas wie, ja, naja, andere nehmen das ja auch. Ja, genau. Ja? Und das ist der falsche Gradmesser. Ich glaube, da musst du zwei Dinge mit reinlaufen lassen. Jetzt wird es spannend und jetzt ist er wieder weg. Zweitens, ja, genau. Zweitens, und das ist ein unternehmerischer Gedanke, und zweitens, also erstens, was ist dein Deckungsbeitrag, und zweitens, also das ist die unternehmerische Seite, und zweitens, was ist ganz wichtig, wo ist mein Wohlfühlpreis, also den ich auch nach draußen vertreten kann, ja, ohne dass ich dann immer wieder einen Schritt zurückmache und wieder zurückmache und wieder zurückmache, weil dann bist du einfach nicht authentisch. Ja, mein Preis, den sage ich, und wenn der Kunde dann sagt, na, können wir nicht, dann ist für mich halt einfach klar, okay, wir können uns nur über die Leistung unterhalten, aber bestimmt nicht über den Preis. Dann gibt es halt weniger Leistungen, weniger Stunden, was auch immer. Und das ist halt das, was du nur vertreten kannst. Und das merke ich auch in meinen Sales-Coachings, was du wirklich nur vertreten kannst, wenn du zu 100% dahinter stehst und sagst, das ist okay, so wie es ist. Und ich bin total zufrieden damit und du wirst es auch sein. Und das muss einfach alles stimmig sein. Dann definiert sich ein vernünftiger Preis. Ja, absolut. Und das entwickelt sich ja auch. Also ich habe mich ja vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe angefangen mit Bewerbungscoaching im Auftrag der Arbeitsagentur. Da gab es 30 Euro für 45 Minuten. Das waren die ersten Aufträge, die ich hatte. Und da dann langsam den Preis zu steigern, und geht dann auch nur schrittweise. Also, und das war für mich, war das am Anfang, war das cool, weil ich hatte 25 Einheiten direkt. Also das war für mich ein super Einstieg. Aber von der Basis dann wirklich dann höher zu kommen. Und das ist dann wirklich dieser Wohlfühlpreis. Da geht nicht von 30 Euro dann plötzlich auf 200, 300 Euro, sondern es ist dann dieser Wohlfühlpreis, wo du auch das Gefühl hast, okay, das bin ich auch wert. Weil über die Erfahrung merkst du ja auch, was du kannst, und du wirst immer besser. Und dann fühlst du dich auch wertiger. Und dann kannst du auch andere Preise dann entsprechend verlangen. Mhm. Aber es ist wirklich dieser Wunsch. Ich kann mich übrigens noch ganz genau erinnern, wie Katja gesagt hat, boah, ich war irgendwo und habe einen Trainer erlebt und genau das will ich machen. Das war so inspirierend und ich glaube, das ist 5 Jahre her oder so. Ja, ja. Na, da waren unsere Kinder noch ganz klein und dann ist Katja wie Rakete losgeschossen, um bis dahin zu kommen, wo sie heute ist. Also auch wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Und lustigerweise, ich kam aus diesem, als ich aufgehört habe bei Lufthansa, da war ich in der beruflichen Orientierung, da saß ich im Workshop und dachte, wie cool ist das denn, das möchte ich auch machen. Und da wurde mir klar, das habe ich eigentlich die 15 Jahre davor in jedem Seminar, wo ich war, schon immer gesagt. Ich war viel auf Fort- und Weiterbildung, mein ganzes Leben lang, mein ganzes Berufsleben lang. Und immer, wenn ich auf einer Weiterbildung war, kam ich zurück und habe zu meinem Mann gesagt, das möchte ich auch gerne machen. Also es war eigentlich immer schon da. Liebe Katja, jetzt hast du gerade den Ernst abgeschnitten, der dir eigentlich noch sagen wollte, und du, ich nehme an, der wollte sowas sagen, und du glaubst gar nicht, wo das noch alles hingehen wird. Genau, und ich wollte gerade sagen, und ihr werdet alle noch sehen, wie die Katja wie eine Rakete abgeht. Ja. Weil in ihr steckt so unendlich viel Potenzial. So gewaltig. Und ja, ich bin so happy. Ja, und ich freue mich einfach, wie du der Welt so viel Gutes geben kannst. Ja. Also freuen wir uns auf die Katja. Danke. Freuen wir uns mal auf alle Genialen. Ja, natürlich, klar. Ja, genau. Auf die Eva, selbstverständlich, keine Frage. Ja. Aber ich glaube, alle, die jetzt zugeschaut haben, haben vielleicht schon mal so einen Eindruck davon bekommen, warum hier jeder wirklich für das Thema brennt, dass Coaches wirklich unverzichtbar sind, wenn du relevante, große Schritte machen möchtest. Und was Stefan vorhin auch gesagt hat, was jetzt gerade auch Katja und Ernst nochmal in diesem Zusammenspiel gesagt haben, wenn du auch wirklich merkst, in dir drin schlummert irgendwas, das ist vielleicht noch nicht zu seiner Gänze für dich erkennbar, vielleicht auch wird es noch überhaupt nicht gelebt, aber du merkst, es ist was in dir drin und du findest jemanden, der dir hilft, das achtsam, manchmal auch mit einem Po tritt, aber auf jeden Fall zur vollen Blüte zu bringen, aus dir herauszuholen und dich einfach da ganz, ganz viele Schritte weiterzumachen. Ich denke, das ist die Aufgabe jedes guten Coaches, und alleine gehst du einfach das Risiko ein. Manche Menschen schaffen es ganz von sich alleine, diese Blüte zum Blühen zu bringen, und das finde ich auch großartig, aber viele Menschen werden diesen Schatz einfach niemals bergen. Und dafür sind diese Schätze einfach viel zu kostbar, dass ihr sie in euch schlummern lassen solltet und guckt einfach, was für Menschen euch weiterhelfen können, was für Menschen euch beflügeln können, so richtig ins Strahlen zu kommen, so richtig eure Schätze rauszugeben. Und das war jetzt mein Schlussplädoyer. Jetzt gebe ich jedem unserer 3 wunderbaren Erfolgstalks-Teilnehmer auch noch ein Schlusswort und fange mal direkt bei der Dame an.
Ja, wenn du überlegst, den Coaching zu buchen, dann überleg genau, was brauchst du denn? Brauchst du ein Coaching, wo es nur darum geht, das zu heben, was du eigentlich schon weißt? Brauchst du jemanden, der dir auch noch zusätzlich Tipps geben kann, weil du auch, dann such dir jemanden aus, der da ist, wo du hin möchtest. Überleg ganz genau, was du brauchst in der jetzigen Situation und wähl dann entsprechend einen Coach aus, mit dem du dich wohlfühlst. Das ist eigentlich so das Wichtigste, weil nicht jeder Coach ist für jeden genau das Richtige und an unterschiedlichen Punkten im Leben wirst du unterschiedliche Dinge brauchen. Und das ist genau das, spür in dich rein und überleg, was brauchst du in der jetzigen Situation und wen brauchst du und bei wem fühlst du dich wohl, bei wem fühlst du dich aufgehoben. Die Herren, wir mal weitermachen. Danke, Katja. Ich würde sagen, die Jugend, oder Stefan? Warte. Die Jugend der Lesebrille. Jetzt sieht so älter aus. Für mich das Plädoyer, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du dich für ein Coaching entscheidest, dann mach dir wirklich genau Gedanken darüber, ob du das wirklich durchziehen willst und ob das wirklich dein Wichtigste, also wirklich das ist, was du gerade im Moment auch möchtest. Da tust du dir und deinem Coach einen riesen Gefallen und die Ergebnisse werden signifikant höher sein, wenn du eine klare Entscheidung für dich getroffen hast. Und man kann auch Coachings für Entscheidungen machen, ja, um dann eine Entscheidung für einen Coach zu treffen. Also es ist nicht immer gleich der Weg zum Coach. Manchmal gibt es auch verschiedene Stationen und dann ist das auch voll okay. Es muss für dich stimmig sein und es muss halt einfach genau das Richtige vom Gefühl her sein und dann wird das auch gut werden. Da bin ich mir ganz sicher, wenn du den Richtigen aussuchst. Danke, Stefan. Ernst, das letzte. Ja, die Frage an dich, wenn du Zahnschmerzen hast, wo gehst du da hin? Wirst du sagen, ja, ist doch logisch, ich gehe zum Zahnarzt. Wenn du ein rechtliches Problem hast, wo gehst du hin? Ah ja, zum Steuerberater, hast du ein Autoproblem, gehst du in die Autowerkstatt. Und hast du ein Erfolgsproblem, wo gehst du dann hin? Ja, es ist völlig legitim, einfach sich zuzugestehen, ich schaffe einfach nicht alles. Und ich erlebe so oft, die Leute kochen in der eigenen Suppe. Dann fragen sie den Partner, dann fragen sie Freunde, was denkst du? Ah, man könnte mal, da verbrätst du so viel Zeit und so viel Geld. Geh einfach zu Erfolgscoaches, geh einfach zu den Menschen, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Und ja, lass dir einfach helfen. Ja? Und wenn du vielleicht im Moment auch noch nicht das Geld aufbringen kannst, viele haben Bücher, viele haben einen eigenen Podcast, es gibt YouTube-Clips, es gibt jede Menge. Oder wie hier Stefan, geh einfach zu ihm auf einer seiner Sales Revolutions, genau. Geschichten wollte ich schon sagen. Sales-Geschichten, ja. Ja, genau. Storytelling, ja. Ja, genau. Oder bei Eva. Du kannst auch so viel schon mitnehmen. Und weißt du, wichtig ist einfach, dass du niemals hingesagt hast, das kann ich mir nicht leisten. Frag dich, was darf ich leisten, damit ich mir das leisten kann? Dann hast du eine komplett andere Energie drin und dann findest du auch Lösungen. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, weil auch in dir steckt ein Genie und wecke den Riesen in dir und gib dir einfach die Chance. Die Welt verändert signifikant. Aber du musst das, was Stefan so gesagt hat, eine Entscheidung treffen. Und das wünsche ich dir von Herzen und an Eva, herzlichen Dank für deine Einladung. Liebe Katja, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Power. Freue mich riesig, dich auch bald auf der Speaker Cruise zu sehen, auf dein neues Buch und lieber Stefan, du mit deinen wunderschönen Brillen, hab ganz, ganz viele Sales und viel Spaß. Juhu, herzlichen Dank auch an alle, die live mit dabei waren. Macht euch einen wunderschönen Abend und bringt euer Licht zum Leuchten. Sehr genau. Macht's gut. Ciao, bye bye. Tschüss. Ciao. Tschüss.